Erläutern Sie das gemeinwirtschaftliche Prinzip sozusagen als Gegenpol zum erwerbswirtschaftlichen Prinzip. Ist ein W hier, gemeinwirtschaftliche Prinzip. Gemeinwirtschaftliches Prinzip bedeutet Versorgung der Allgemeinheit mit wichtigen Gütern, Gütern und Dienstleistungen. Und da können wir uns vorstellen, Beispiele, ja, sind zum Beispiel öffentliche Betriebe. Öffentliche Betriebe wie die Stadtwerke, Abwasserverbände und die kommunalen Verkehrsbetriebe. Ja, die öffentlichen Betriebe versorgen also die Allgemeinheit mit Energie und mit Transportdienstleistungen. Und Abwasserentsorgung zum Beispiel, schreibe ich jetzt nicht nochmal hin. Oder soziale Einrichtungen. Wie zum Beispiel Krankenhäuser. Und das Prinzip ökonomisch betrachtet, wenn wir sagen Versorgung der Allgemeinheit mit wichtigen Gütern und Dienstleistungen wie Energie, Transport, Abwasserentsorgung, Krankenpflege und so weiter, dann ist das ökonomisch, ist das das Prinzip der Kostendeckung. Ja, die wollen ihre Kosten decken, aber nicht darüber hinaus. Das, was der Unternehmer will, im erwerbswirtschaftlichen Prinzip, wollen nicht darüber hinaus noch Gewinne erzielen oder gar maximieren. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.